Ich stehe heute hier wieder oben am Schwanzerwäldle und jetzt habe ich gerade mal die Gelegenheit, wie der jetzt hier erdreich abträgt mit dem Packer und auf dem Kieslaster hochschaukelt und ablädt. Wir schreiben heute schon wieder Montag, den 2. Dezember. 2019. Es ist heute ganz schön schattig, aber zum Filmen ist es natürlich schön. Ich gehe nachher nochmal in Richtung Gießwerk runter und dann werde ich das mal ein bisschen aufzeichnen. Weil letztes Mal war ich hier auch hier oben. Aber da war es schon fast ein bisschen zu dunkel. Jetzt kommt er mit seinem Laster. Hm. Jetzt ist es nicht. Naja. Naja, da muss der Aushub verfahren. Dann geht es etwas schneller. Das habe ich auch mal gemacht. Eine gewisse Zeit Lkw-Fahrer. Wir haben auch Aushub gefahren und Abbruch, Kies und alles haben wir auch gefahren. Das ist aber schon lange her. Ich war nicht mehr bei der Bahn. Ich war natürlich auch Busfahrer damals und natürlich auch ganz zuvor war ich Lkw-Fahrer. Schade um eine schöne Gegend, das habe ich auch schon so oft erwähnt. Aber wir können da nichts dagegen machen. Doch, ich kann schon was machen, ein bisschen filmen. Damit man immer wieder sieht, wie sich hier oben alles verändert. In dieser damals sehr schönen Gegend. Sie ist zwar immer noch schön, aber sie wird halt immer kleiner hier, die Natur hier oben. Also wie ich es gerade gesehen habe, sind hier zwei Kieslaster im Einsatz.
Ah, sieht schön aus, wenn da ein bisschen so blauer Himmel durchkommt. Und die Sonnenstrahlen noch so schön durchschimmern. Naja. Oh, mir frieren bald meine Finger ab hier. So kalt ist es heute. Aber ich werde es aushalten. So, jetzt hole ich mal das kleine Städtle oder Dörfle Neuhausen ob Eck ran hier mit der Kamera. Natürlich wieder ohne Stativ. Mal schauen, wie es rauskommt. Ich gehe nicht ganz so ran, sonst fängt es an wackeln. Hat schon ein bisschen gewackelt. Dann schwenke ich wieder rüber zum Stockerhof. Und hinter dem Gutshof ist dann auch eine Gässer Richtung Gründelhof. Und ich tue das mal hier mit aufzeichnen, was wir da für eine schöne Gegend haben. Hier, wo ich jetzt gerade filme, das kommt nicht weg. Hoffentlich. Heute weiß man das ja nie, was alles passiert. Ah, das sieht wirklich schön aus mit dem leicht blauen Himmel und der Wolke. Toll. Jetzt sehe ich wieder mal ein leichtes Schwenk machen. Werde ich natürlich, oder habe ich jetzt eingestellt, das Log 3 HDR. Also ich nehme auf in High Dynamic Range und 4K natürlich. HLG20 heißt es ja jetzt. Aha. Ah, sehe ich gerade, der zweite LKW kippt dahinter im Gießwerk ab. Mit und da auffülle. Der wird das dann gleich wieder jungen. Wie gesagt, das ganze Schattig hier oben.
gucken. Na ja, kommt er schon. Ja, lange werde ich hier ruhig bleiben, das ist mir zu kalt jetzt. Ja. Ah, schön, die Sonne kommt ein bisschen raus. Dann ist es nicht mehr ganz so kalt. Die Förderanlage nochmal an. Thank you.
Kann man mal die Kamera hier richtig testen. Ich filme übrigens mit der Sony AX700er. Und die macht eigentlich sehr gute Videos und gute Bilder. Kann ich mich nicht beklagen. Natürlich alles filme ich wieder ohne Stativ. Schade, die Berge sieht man wieder nicht. Aber irgendwann werden wir sie wieder mal sehen. Kann ich wenigstens die Kamera richtig testen. Da fährt er mit dem Radlader da. Und mein anderer macht die Fahrbahn wieder ein bisschen glatt. Oder die beiden Kieslasterfahrer gemacht habe. Jetzt macht er eine Pause da. Ich möchte mal wissen, warum das jetzt unscharf ist. Achso, der wartet, bis der da durch ist. Und der andere LKW wieder zurück. Jetzt wird er gleich mit seinem Radlader anfangen und runterfahren. Ja, genau so habe ich es mir gedacht. Oh nein, das ist ja der LKW. Der Kieslaster, der muss ja seinen Aushub wieder abkippen. So, jetzt habe ich den Radlader nochmal hier mir ins Visier genommen. Und dann mache ich sie auch nochmal. Thank you.
Naja, der macht die Fahrbahn immer ein bisschen glatt. Jetzt kommt der andere wieder hoch. So, jetzt habe ich den Flexible Spot auf breit eingestellt, dass man schon mal gesetzt hat. Ich glaube, das ist jetzt viel besser. Und schon kommt der andere. Dies lasst er wieder runter hier. Zu dunkel. Das weiß ich jetzt auch nicht, ob es zu dunkel ist. Oh, der macht jetzt Pause. Ah, gleich weiter packen. Ja, jetzt habe ich ja genug, es reicht für heute.
Schade, dass dort keine gute Sicht ist auf die Berge, aber der Sonnenaufgang kann man auch. Jetzt kommen wir zu der. Macht nichts, ist jetzt schon drauf.